Hallo, heute nicht aus dem Husky-Gehege, sondern aus dem wunderschönen Wald bei uns um die Ecke. Heute mit der Pia. Hallo. Pia habt ihr schon mal aus einem anderen Video von uns kennengelernt. Pia ist nicht nur Physiotherapeutin für Zweibeiner, sondern auch für Vierbeiner. Besonders für die Wuffis. Und wir haben uns heute mal überlegt, der Cooper hat ja bei uns Spondylose. Was ist nochmal so ganz kurz gesagt Spondylose? Spondylose ist die Verknöcherung einzelner Teile von der Wirbelsäule, was dann zu Entzündungen und zu Schmerzen kommen kann und vor allem zur Steifheit der Wirbelsäule. Genau, also beim Cooper merkt man diese Steifheit sehr, sehr stark. Also wenn er auch so läuft, merkt man, er läuft dann nicht wie die anderen Hundis. Und es gibt einige Übungen, die dem Hund dabei helfen können, immer ein bisschen beweglich zu bleiben, ohne sich dabei irgendwie weh zu tun oder die Krankheit schlimmer zu machen. Und heute zeigen wir euch einfach ein paar Übungen dazu. Die Lena ist dann heute die Hundeführerin, die Pia erklärt, wozu die Übungen da sind. Und der Cooper muss heute ran, der ist heute das Versuchskaninchen. Nur so nebenbei, Cooper bekommt bei uns keine Medikamente. Also meistens heißt es ja bei Spondylose, ohne wirklich Schmerzmedikamente kriegst du es nicht hin. Das bekommen wir bei ihm mit einer super Kräutermischung hin. Falls ihr da Interesse habt, schreibt einfach eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse ist kontakt@endlichgutesfutter.de. Genau, jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, oder? Genau. Pia, erzähl uns kurz, was sollte man an Bewegungen vermeiden? Was wäre dann nicht so günstig für den Cooper jetzt? Man sollte schauen, dass der Hund vielleicht jetzt nicht so in Überstreckung oder in zu krasse Beugung geht, wie es jetzt ein Hund zum Beispiel beim schnellen Rennen macht, also so beim Sprinten, dass die Wirbelsäule so überstreckt wird oder so sehr überbeugt wird. Sehr gut sind Verdrehungen der Wirbelsäule oder eben auch also Rotationen oder auch diese seitlichen Verbiegungen der Wirbelsäule, weil die helfen einfach die Beweglichkeit fit zu halten und da schauen wir mal, dass wir ein paar Übungen hinbekommen, wo er die Beweglichkeit einfach gut allein kriegen. Okay, wie sagst du mal jetzt an? Wir gehen als erstes mal auf den Baumstamm drauf und schauen, dass er da schön lang balanciert, weil da muss er sich schön ausbalancieren und da ist das Muskelbild in der Wirbelsäule sehr prägnant. Okay, fangen wir mal an. Ja, super. Okay, das. Danke. Genau, als nächste Übung könntest du ihn jetzt nochmal Sitz machen lassen und wieder hinsteigen lassen, weil das ist auch sehr gut für das Gleichgewicht und für die Balance. Cooper Sitz. Cooper Sitz. Super. Sitz. Gut. Und wieder hoch. Cooper Sitz. Nein. Nochmal Sitz. Cooper Sitz. Cooper. Hey, Cooper. Nochmal Sitz. Cooper Sitz. Jetzt im Sitzen spannt er quasi auch Muskeln an, die er braucht. Ja. Und beim Runtergehen jetzt wirklich darauf achten, dass er nicht runterspringt, weil dann hättest du genau wieder dieses Verstauchen der Wirbelsäule, dass die Wirbelkörper so ineinander stauben. Wirklich schauen, dass du immer wieder langsam runterführst oder eben vielleicht runterhebst. Also runterführen, dass ich ihn stabilisiere. Genau. Das mit den Stöcken kann man natürlich auch machen, um die Koordination und das Gleichgewicht des Hundes zu schulen, dass er schauen muss, wie er seine Pfoten setzt und dass er nicht ins Stolpern gerät. Wichtig dabei ist, darauf zu achten, dass jegliche Störquellen oder jegliche Gefahrenquellen beseitigt werden, wie Äste, die irgendwo hinspecken können ins Auge oder dass er nicht irgendwo hängen bleibt mit seinem Halsband. Was soll Lenny jetzt machen? So, also Ziel der Übung ist es einfach, die ähnliche Situation hervorzurufen wie jetzt bei dem Baumstamm, dass der Hund einfach auf schmalem Weg laufen muss und die Füße schön voneinander setzen muss. Darfst du gerne mal machen, einfach durch die Mitte durchführen. Wie oft sollte man jetzt so eine Übung wiederholen? Wie lange sollte er das jetzt machen am besten? Bei ihm kann man jetzt sehr gut sehen, bei ihm ist jetzt schon der Punkt erreicht, wo man langsam jetzt in eine Pause gehen muss, wenn die anfangen zu hecheln oder wenn die jetzt gestresste Zeichen von sich geben, also Zeichen des Stress.
auf dem Baumstamm wäre jetzt vielleicht 2-3 Mal hin und her. Hier in der Gasse kann man ruhig 4 bis 5 Mal hin und her gehen. Einfach schauen, wie anstrengend ist das wirklich für den Hund. Kommt doch darauf an, dass ein Cooper jetzt zum Beispiel einer, der sich auf Baumstämme halt nie wohl fühlt. Im Gegensatz zu Bonnie, der wahrscheinlich 50 Mal hin und her rennen würde. Ja, ja. Dass man die Übung einfach auch anpasst. Also dass nicht jede Übung für jeden Hund gleich geeignet ist, sondern einfach schauen, wo ist euer Hund, ja, sag ich mal, ein bisschen entspannter und wo ist er echt so, habe ich keine Lust drauf. Also beim Cooper war es jetzt eindeutig, die Übung auf dem Baumstamm, hat er gar keinen Bock drauf. Genau, was machen wir jetzt für den S? Ich würde die jetzt schräg an den Baumstamm stellen, dass man einfach verschiedene Höhen erreicht, wo der Hund drüber steigen muss. Dass er dann auch einfach gucken muss, wie muss er jetzt die Pfoten setzen, und das geht so Richtung Koordination und auch Gleichgewicht. Okay, na dann, genau. Tun wir wieder um den Baum. Genau, Kubi, komm mal kurz her, muss mal Maß nehmen. Genau, ungefähr so der Abstand zwischen Vorder- und Hinterpfote ist dann das Maß vom Abstand, ja. Kubi, komm mal ein Stückchen hier rüber. Ein kleines Stück rüber, super. Ungefähr so. Ja, bei Ästen muss man natürlich immer schauen, dass man die Verletzungsquellen wirklich ausschließt, dass man rausstehende Äste wirklich abbricht und dass man schaut, dass der Hund sich das nicht irgendwo ins Auge spicken kann oder dass das irgendwo sich verheddern kann oder so. Das ist so das Wichtigste, was man darauf beachten muss. So, du kannst jetzt hier über die Äste drüber gehen. Schau einfach, dass er langsam und konzentriert läuft. Und dann schaust du einfach mal, wie hoch er steigen kann. Also sprich, gehst erst hier ganz hier drüben drüber, da ist es ja nicht ganz so hoch. Und im nächsten Durchlauf kannst du ja dann ein Stück weiter hier drüben drüber gehen. Da ist es ja ein bisschen höher. Genau, dann probier es mal aus. Also im Endeffekt ist es ja so eine Übung, das können wir jetzt also genauso machen, wenn man einfach mal durchs Unterholz geht, oder? Einfach so ein bisschen querfeld ein. Genau, wenn man jetzt irgendwo einen Haufen sieht, wo ganz viel abgeschnittene Äste liegen, muss man natürlich selber vorher mal durchgehen und mal gucken, dass da nicht irgendwie was Gefährliches ist oder irgendwelche Löcher abgedeckt sind damit. Und wenn man das ausschließen kann, kann man natürlich auch mit seinem Hund schön durchs Unterholz gehen. Das ist perfektes Training. Ja, vor allem hatte da nochmal vielleicht so ein Stück weit dieses Abenteuer-Feeling und ein bisschen mehr Spaß, als jetzt über die Äste zu steigen. Und kann auch so seine eigene Geschwindigkeit machen. Genau. Man muss natürlich auch aufpassen wegen Zecken, aber dann liebevoll an die Andrea rennen und kann euch da weiterhelfen. Ja, die Zecken gibt's überall. Okay, Kuba, wollen wir kurz das Unterholz gehen, ne? Komm her, Kuba. Also lass mich einfach mal durchs Unterholz springen kurz. So, abwechseln. Genau. Als nächstes können wir dann noch den Slalom trainieren, um einfach die seitlichen Bewegungen des Hundes zu verbessern. Genau, wir haben jetzt praktischerweise Hütchen, aber ihr könnt natürlich auch irgendwelche anderen Gegenstände benutzen, die ihr da gerade so zu Hause findet, die sich vielleicht dazu eignen. Blumentöpfe, Eimer oder irgendwas. Genau. Okay. Bitte. Ja, am besten du nimmst das Leckerli in die Hand und zeigst ihm das vor der Nase und dann gehst du immer so mit dem Leckerli zwischen den Slaloms lang, dass er wirklich im Slalom hier durch die Hütchen durchmacht.
Wann weiß ich denn, wann die Übung am besten zu Ende ist? Bei ihm hat man es jetzt ganz gut gesehen, dass die Augen leicht geschlossen waren, dass das Maul leicht geöffnet war und er auch so ein bisschen abwesend wirkt, wie als wäre er jetzt zum Beispiel schon 10 Kilometer gelaufen. Da merkt man, da ist die Konzentration wirklich einfach am Ende und dann sollte man die Übung auch beenden, weil dann sonst bringt es halt nichts mehr. Okay, das war die Slalomübung. Was wäre denn noch so zum Abschluss noch was Schönes? Die letzte Übung, die man noch machen kann, ist auch wieder mit Leckerlis, die Beweglichkeit der ganzen Wirbelsäule einfach nochmal im Stand des Hundes trainieren. Das macht die Leni uns jetzt froh. Im Prinzip nimmst du dir das Leckerli und schaust einfach, dass du mit dem Kopf versuchst, ihn zu den Schulterblättern zu bringen, beziehungsweise zum Becken zu bringen. Ja, also einfach mit dem Leckerli, dann so bis zum Becken. Halt ihn am besten mit dem Bein nur so bewegen, dann wird es ausweichen. Genau. Wenn er nicht ganz bis rankommt, ist auch nicht schlimm, einfach nur, dass die Beweglichkeit rechts und links gegeben ist. Wir haben noch einen so ein bisschen aufgeblasenen Ball dabei. Was hat es damit auf sich? Mit diesem Ball kann man natürlich auch das Gleichgewicht des Hundes nochmal schulen und auch ebenfalls die Koordination, wie er Balance auf einzelnen Pfötchen hält und hat dabei noch die Verdrehung der Wirbelsäule mit dabei. Okay, dann zeig mal, was müssen wir machen? Wichtig ist, dass du ihn jetzt vorne ein bisschen ablenkst, weil es sein kann, dass er das vielleicht nicht so gut findet und ich gehe jetzt an die Hinterhand. Genau. Und dann nehme ich diesen Ball, der ist wirklich so ein bisschen pappig und dann stelle ich das Beinchen hier drauf von Cooper. Halte das natürlich ein bisschen fest, dass er einfach nicht runterrutscht und dann darf er hier gern so ein bisschen Gewicht drauf bringen. Dann sieht man schön hier auch die Muskeln arbeiten bei ihm. Vorne auch da nur hinten? Vorne auch noch. Mal gucken, ob du das vorne auch magst. Komm mal her. Ja. Vorne wird das wahrscheinlich nicht mögen. Und jetzt machen wir doch mit dem Kopf. Genau, Kopf auf Ball. Ja, sonst reicht hinten auch. Okay. Dann sind wir jetzt mal durch mit ein paar Übungen, die uns die Pia mit dem Cooper und der Leni gezeigt hat. Genau, wir haben jetzt auch gesehen, dass der Cooper jetzt auch mit der Konzentration langsam zu Ende ist. Bei eurem Hund wird das bestimmt ganz anders sein, weil jeder Hund hat eine unterschiedliche Aufmerksamkeitsspanne. Unser Cooper ist halt sonst so, dass wir wenig mit Leckerlis arbeiten, bis gar nicht. Und auch wenig so mit Slalom und so weiter machen. Deswegen ist es für den Cooper jetzt eine neue Situation gewesen, komplett. Also wir haben das jetzt noch gar nicht geübt. Ja, wie hat es sich angestellt? Sehr schön war wirklich, dass man gesehen hat, wie sehr er seine Wirbelsäule bewegt. Das finde ich halt sehr schön. Im Großen und Ganzen kann man sagen, es geht wirklich darum, Beweglichkeit, Beweglichkeit, Beweglichkeit. Ein wenig auch Krafttraining, aber vielleicht nicht allzu viel. Da muss man wirklich immer schauen, wie das der Hund verträgt und am allerwenigsten eben irgendwelche stauchenden Sachen wie irgendwo runter oder hoch springen lassen. Langsam führen ist okay, aber springen ist halt absolutes No-Go oder auch das Canicross oder Dogscooter, wo der Hund sich so richtig strecken muss und richtig ziehen muss, ist für den Hund in dem Moment leider nicht mehr schön. Bis zu einem schnellen Trab ist noch okay, aber alles, was dann in den schnellen Galopp geht, wäre zu viel. Und wie sieht es mit Treppensteigen aus? Treppen hoch zu kann er laufen, langsam runter zu sollte man vermeiden. Weißt du, auch wieder so staucht, ne? Genau, okay. Genau. Also wenig wie möglich Treppen jetzt. Genau. Also wenn ihr jetzt natürlich in einem Haus wohnt, wo ihr Treppen hochgehen müsst, dann halt einfach langsam und vernünftig und nicht wie so ein Jungspund runterrennen lassen. Das ist umso schneller, umso mehr staubt es ja am Ende. Okay, wenn ihr Fragen an die Pia habt, schreibt es in die Kommentare. Die Pia beantwortet die bestimmt sehr gern. Ansonsten, wenn ihr andere Videovorschläge habt, wenn die Pia mal wieder bei uns zu Besuch ist, machen wir gerne ein Video. Oder ich bei der Pia. Genau, Videowünsche einfach in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns über euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Danke, Pia. Sehr gern. Ciao.